Hallo und einen wunderschönen Sonntag euch allen. Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Transport Fever 2 im Schönbau. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ja jetzt schon fast ein Monat her, dass die letzte Folge kam. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle natürlich nochmal entschuldigen. Aber privat ist wirklich sehr voll. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis. Aber jetzt habe ich wieder was zum Zeigen für euch. Und zwar ist hier unser Städtchen Ascheberg entstanden. Und das möchte ich mit euch jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Immer in der Totalen, damit ihr das einordnen könnt. Hier ist ja Philipsberg und unsere Raffinerie. Und hier haben wir Fellbach und hier ist Ascheberg. Und dann haben wir hier auch bald unsere S-Bahn-Linie, die wir abfahren können. Die fährt ja hier. Wir können ja einfach mal die Linie einblenden. Die S5. Die fährt ja von hier einmal nach hier hinten nach Kassel. Wie kann ich denn hier die Linie separat? Ah, so, genau. Hier könnt ihr das sehen. Und die können wir bald einmal abfahren. Mein nächstes Ziel wird sein, hier Kassel endlich mal aufzubauen. Hier ist ja seit, ich glaube, der zweiten oder dritten Folge nichts mehr passiert. Und hier muss einfach was geschehen. Ich wollte ja den Hafen hier unten noch bauen. Und hier hatte ich mir schon für ein Güterbahnhof alles eingeebnet. Hier wird ein Güterbahnhof hinkommen. Ich kann euch nicht versprechen, ob es den Güterbahnhof schon in der nächsten Folge gibt oder Stadtentwicklung hier in Kassel mit dem Hafen und alles. Auf jeden Fall wird die nächste Folge dann hier weitergehen, damit wir hier auch, wie gesagt, wirklich endlich mal die Linie dann abfahren können. Fellbach wird dann noch weiter gebaut. Hier ist auch so ein bisschen was geschehen, aber noch nichts Zeigenswertes. Hier habe ich so ein bisschen schon mal an der Uferpromenade so ein paar Restaurants hingesetzt und so. Die Uferpromenade noch ein bisschen ausgebessert. Hier noch ein paar Häuser hingestellt. Ein paar Garagen, aber nichts Wildes. Wir gehen jetzt mal nach Ascheberg. Hier habe ich erstmal, hier hatten wir ja unsere Unterführung. Die stand ja schon. Da habe ich hier so ein paar Zäune reingezogen. Ein bisschen begrünt, Feld rein. Dann habe ich hier den Bahndamm mit Joe Fleets Modbox so ein bisschen ausgekleidet. Damit das, das ist ja so ein bisschen erhöht und ich finde, das sieht so einfach besser aus. Hier auch noch ein Maisfeld hin. Hier werde ich noch ein paar Gebüsche reinmachen. Ich hatte ja bei, na, wo haben wir es hier? Bei Hans Dampf hatte ich gesehen, diese Mod, die ist mir auch ganz abhanden gekommen, Bäume in verschiedenen Größen. Ist jetzt nicht so wild. Man kann ja natürlich auch die Gebüsche hier setzen. Das Blöde ist aber, ihr seht, da wird der Boden verändert und die Mod macht das nicht. Und da kann man auch wunderschön hier zum Beispiel die Pappeln, die sind ja eigentlich so groß. Kann man noch größer machen, kleiner machen. Auch die Büsche kann man wunderbar groß machen. Also das ist wirklich eine super Mod. Und da werde ich hier auch noch alles schön die Böschung vollkleistern. Ja, hier auch noch ein Feld. Leitplanken gezogen, damit keiner ins Feld fährt. Und das sieht doch schon schick aus. Schönes Panorama. Fliegen wir mal hin. Oh, wir fliegen mal über die Straße. Hier auch die Felder entstanden. Links und rechts. Leitplanke ist ein bisschen eckig, aber mein Gott. Ein paar Abstriche muss man machen, sonst kommt man ja gar nicht vorwärts. Habe ich auch bei Hans Dampf jetzt gesehen. Also der macht an den Bahnstrecken, macht er schon ordentlich. Aber ringsherum, da kann auch mal was nicht so haargenau sein. Ja, und jetzt sind wir angekommen. Ich höre auch schon die S-Bahn. Die fährt gerade rein. Kleiner Bahnhof. Habe ich hier auch noch die Treppen hingebaut, damit man auch von hier reingehen kann, damit der Bahnhof hier auch großes Einzugsgebiet hat. Fahren auch wirklich Leute mit.
Ich habe es doch gerade klimpern gehört. Da ist er. Sehr schön. Kommt der Metronom. Und ja, fangen wir hier an. Hier habe ich die Gebäude hingesetzt, diese von der Countryside Mod. Die haben auch Kapazitäten, wie man hier sieht. Die meisten hier nicht mit Straßenanschluss, sondern nur, dass die zu Fuß erreichbar sind. Ich glaube ein oder zwei, genau hier. Da können auch Autos spawnen. Und das ist so der Abschluss des Dorfes. Hier hinten geht auch noch ein Feldweg rüber. Ja, das Doofe ist halt... Ne, warte mal, da gab es noch einen Trick. Passt auf, ich zeige euch einen Trick. Wenn ihr Andreaskreuze haben wollt, stellt ihr einfach, wenn ihr im Sandbox-Modus spielt, auf 1900. Dann wählt ihr euch hier die Andreaskreuze aus. Ja, das geht dann nämlich, die europäischen. Und dann macht ihr einfach euer Datum wieder ins Jahr 2010. Springt wieder in die Zukunft. Und dann habt ihr hier die Andreaskreuze. Passt besser an dem Feldweg als echte Schranken. Natürlich das Ganze mit dem Zaun abgesichert. Hier habe ich dann auch schon die Bäume in verschiedenen Größen verbaut. Das ist halt wirklich toll, um hier am Bahndamm, kennt man ja wirklich, also um das mal kurz aufzugreifen, das Thema, also wenn alles zugewuchert ist, dann wirklich an dem Bahndamm, also das sieht man immer wieder. Fahrt mal mit dem Zug und guckt einfach mal aus dem Fenster. Dann seht ihr das, was mir gerade auffällt. Das ist ja hier dieses Countryside-Haus. Hier steht eine Leiter am Apfelbaum. Richtig, richtig schönes kleines Detail. Die Leiter als Asset wäre natürlich schon nicht so schlecht. Ja, und dann hier auch diese Häuser verbaut. Und dann hier. Hier auch. Und hier auch. Und hier dann die Häuser mal so angeordnet. Das ist ja von der Siri. Aus dem Residential Asset die Gebäude hier. Ein paar Spielplätze hier rein. Ein paar Tischtennisplatten. Grünzeug. Hecken rum. Und ein paar Autos davor. Fertig ist das Ganze. Hier dann aus dem Countryside Mod. Die Industriegebäude. Und dann hier auch noch ein paar Gabelstaplereien. Schenkerhäuschen, Zaun drum. Das sind drei Gebäude, drei verschiedene. Ein paar Container noch da reingesetzt. Und so kann man das, glaube ich, stehen lassen. Ein bisschen Industrie hier auch. Dann wieder die Häuser von der Siri. Mal so angeordnet. Zwischendrin auch diese Zäune gezogen. Autos davor. Hier ein paar Gewerbegebäude rein mit Schaufenstern. Hinten ist die Anlieferung. Hier am Bahnhof. Einfach ganz simpel. Boden angemalt. Und ein paar Autos reingestellt. Hier dann die Vanilla-Gebäude gesetzt. Und dieses hier ist auch von der Siri. Und auch mal mit den Zäunen variiert. Hier mal diese Mauer. Dann den normalen Gartenzaun. Hier die Mauer mit den weißen Zäunen. Auch mit Wegen gearbeitet. Hier könnte ich noch ein paar Autos reinstellen. Das habe ich mir halt auch vorgenommen, jetzt nicht an jedem Gebäude Autos hinzustellen. Meine Zeit ist eh schon begrenzt. Und ich will das natürlich schön und auch realistisch haben. Aber... bei manchen Dingen müssen dann Abstriche gemacht werden. Aber ich finde, so im Großen und Ganzen geht das trotzdem. Ja, die auch mal hier so ein bisschen versetzt angeordnet. Und hier auch einfach Häuser rein. Ein bisschen mit den Hecken gespielt. Hier können auch noch ein paar Autos hin. Was auch realistischer ist, finde ich, wenn die ganzen Autos nicht so gerade stehen. Aber da muss ich mich auch immer... Also ich ertappe mich immer wieder selbst, dass ich sie gerade hinstelle. So, hier noch eins.
auch ganz simpel angeordnet hier. Und dann habe ich die tolle Kirche hier von der Siri verbaut. Ich vergesse den Namen immer. Aber das ist die Martini-Kirche Bochum. Wirklich ein tolles Teil. Sieht man auch schon aus der Ferne. Sehr schön. Ringsherum hier Bäume angeordnet. Laternen noch aufgestellt. Zwei Brunnen mit Sitzmöglichkeit rein. Hier auch noch so ein paar Bänke. Ja, so ein paar Details werde ich hier noch setzen. Aber auch das kennt man ja, dass so Kirchen meist so einen großen Platz haben. Der ist dann auch nicht zwingend eingezäunt. Aber mal gucken, was ich hier noch hinstelle. Und den Block hier auch, da habe ich einfach Gebäude gesetzt, Hecken rum. Und hier auch schon ein bisschen Autos gesetzt. Damit wir ein bisschen vorankommen. Weil, wie gesagt, ich habe zwar hier, so in der Länge ist das zwar recht ordentlich schon. Aber, ja, ich ertappe mich halt selbst. Hier in Philipsberg habe ich schon ordentlich viel gebaut, wie ich finde. Schon richtig groß. Aber ich habe überall so ein bisschen angefangen. Das Einzige, was wirklich fertig ist, ist hier die Ölraffinerie und hier Benzberg. Das ist das Einzige, was bisher richtig fertig ist. Das Feriendorf auch. Und jetzt halt hier Ascheberg. Aber hier habe ich angefangen. In Philipsberg habe ich angefangen. Hier habe ich angefangen. Ja. Und dann zu guter Letzt noch den Friedhof. Das ist wirklich ganz simpel. Einfach einen Weg rein. Links und rechts davon Gräber. Mauer drum. Kapelle rein. Grünzeug rein. Gießkann rein. Sehr, sehr cool. Und dann gibt es ja in dem Gartenspaß-Mod gibt es ja noch diese Wasserspender hier. Diese, ja, wie nennt sich das eigentlich? Auf jeden Fall kann man hier Wasser ziehen. Die habe ich da noch mit reingebaut. Und ja, so ist der kleine Friedhof hier entstanden, der zur Kirche gehört. Gemessen an der Einwohnerzahl hier würde ich sagen, der Friedhof ist ein bisschen zu groß. Aber mein Gott. Ja, kann man so lassen. Hier haben wir auch jemanden, der mit dem Auto fährt. Der will hier hin. Okay. Der fährt tatsächlich hier rüber nach Fellbach. Da können wir auch mal kurz einsteigen. Oder auch nicht. Das gefällt mir schon. Also, muss ich sagen. Kleines, feines Dörfchen. Und hier seht ihr auch, ich habe die Bahnsteige hier mal so ein bisschen versetzt angeordnet. Dass sie sich nicht parallel gegenüber liegen, sondern der Zug jetzt abfährt. Seht ihr, die Bahnsteige sind dann versetzt. Na, da rechts der Gartenzaun. Das sieht natürlich auch ein bisschen unschön aus. Aber, ja. Auch kein Drama. Schranken gehen auch rechtzeitig zu. Na, gerade so. Kann man mal so machen. Ja, hier dann auch ein großes Feld. Habe ich auch noch ein bisschen Zaun reingezogen. Und generell werde ich viel mit Feldern arbeiten und Feldern und Wäldern. Wo ich mir noch nicht so ganz klar bin, was ich hier am Uferbereich mache. Ob ich da noch ein bisschen mehr Grünzeug hinsetze. Hier geht halt ein Feldweg durch. Aber eventuell werde ich das doch einfach so lassen. Ich finde es jetzt nicht so ganz realistisch. So ein Ufer ist ja eigentlich eher steiler. Ja. Was,
Was ich entdeckt habe, was richtig cool ist, man kann hier mit den Vögeln mitfliegen. Und das ist, wie gesagt, gar nicht schlecht. Guckt euch das mal an. Das gefällt mir sehr gut. Wenn die in die andere Richtung fliegen, könnte man hier wirklich richtig schön filmen. Also, falls ihr das noch nicht für euch entdeckt habt, das ist wirklich richtig cool. Man kann quasi in die Vögel einsteigen. Also ich bewege die Kamera gerade. Kann man natürlich auch selbst die Kamera bewegen und seinen eigenen Weg abfliegen, den man haben will. Ist eine schöne Ergänzung zum Kameratool, wie ich finde. Weil im Kameratool hat man natürlich keinen Sound. Das einzige Blöde ist, wenn die Richtung wechseln. Wo sind die denn jetzt? Okay, die sind weg. Auf jeden Fall, vielleicht hilft euch das ja ein bisschen. Coole Idee, auf jeden Fall von Urban Games, dass man in die Vögel einsteigen kann. Ja, und hier dann zu guter Letzt so ein kleines, ja, hier kann man halt parken. Pause machen, wenn man hier vorbeifährt. Wenn man zum Friedhof will, wenn man zur Kirche will. Was ich übrigens auch bei Hansdampf gesehen habe, ich habe ja meine Felder bisher immer. Ich finde es auf die Schnelle hier mitgebaut. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wie doof bist du eigentlich? Man hat ja hier die Texturen. Und wenn man hier diese Pinsel nimmt, kann man ja einfach, zack. Ist viel einfacher, geht um Längen schneller. Einfach aufpinseln. Manchmal muss man erst bei anderen sehen, wie einfacher man sich das Leben halt machen kann. Und eine Brücke wollte ich hier halt noch eventuell rüber. Das ist natürlich auch. Wir haben hier eine Brücke in Philippsberg. Und da müsste man. Ja, wo ist denn die nächste? Ich glaube in Bensberg hier, ne? Genau, hier in Bensberg. Das ist natürlich ein bisschen weit. Ich würde sagen, wir brauchen hier noch irgendwo eine Brücke. Vielleicht hier. Dass wir hier noch rüberfahren. Die Straße würde ich dann hier auch weiterziehen und hier unten drunter durch. Ich hoffe, die geht hier noch durch. Ja, denke ich. Wenn nicht, machen wir einfach den Fluss ein bisschen. Kann man auch in die Fische einsteigen? Tatsächlich. Ich glaube, man kann in alles einsteigen. Okay. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu zeigen. Aber wieder eine Etappe weiter. Hier würde ich die Felder dann auch. Ja, bis hier auf die Höhe. Und dann hier noch Dorf. Mal gucken, wie groß das dann wird. Aber wie gesagt, nächste Folge geht es hier vorne am Anfang weiter. Weil das Städtchen hier, unserer Großstadt Kassel, das muss einfach wachsen. Hier werde ich auch ein paar höhere Gebäude noch reinbauen. Ja, das ist der Plan. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ich bin raus. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, schöne Woche, guten Start in die neue Woche. Und ja, lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Ciao.